Was machst du da draußen? Ach, ich wollte mal schauen, wie es euch geht. In Bethanien sagten sie, sie hätten euch verhaftet. Nein, nein, wir sind hier. Und, ist er oben? Ja, wie ein krankes Tier, das sich einen Platz gesucht hat zum Sterben. Er isst nichts, er schläft nicht, er kann sich einfach nicht vergeben, weißt du? Armer Petrus. Wie geht es den Brüdern in Bethanien? Oh, nicht so gut. Zu Tode verängstigt, wie gelähmt, unfähig, die Dinge zu tun, die man tun muss. Sagst du deiner Mutter bitte Bescheid? Ich wollte jetzt ölen gehen und salben. Ja, ich sag ihr Bescheid. Sie wird mitkommen. Ich hab eigentlich gedacht, ihr beiden Männer könntet auch mitkommen. Ich mein, wer soll uns sonst den großen, schweren Stein zur Seite rollen? Du, ich würde Petrus jetzt ungern alleine lassen in dieser Situation. Frag doch die Soldaten, das werden sie dir nicht ausschlagen. Ja, das ist eine gute Idee. Nix los, oder? Nö, nix los. Ist ja auch Sabbat. Sabbat war gestern. Sabbat war gestern? Ja. Aber heute ist nichts los. Ja. Oh, oh, ein Erdbeben. Oh. Aber es ist ja offen. Wer hat es aufgemacht? Was suchst du den Lebenden bei den Toten? Schau, er ist nicht hier. Sie haben meinen Herrn fortgebracht. Sag mir, wo haben Sie ihn hingelegt? Gott hat ihn auferweckt. Erinnere dich, was er zu euch gesagt hat. Am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Geh, sag es allen, besonders dem Petrus. Bing! Aber, oh nein, es ist offen. Das Grab ist offen, ist verschwunden. Sie haben ihn weggebracht. Das Grab ist offen, Sie haben ihn weggebracht. Sie haben ihn weggebracht, Sie haben ihn weggebracht. Sie haben ihn weggebracht. Sie haben ihn weggebracht, es ist furchtbar. Sie sind alles raus, das Grab ist offen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, es ist furchtbar, es ist furchtbar. Ja, Johannes, Johannes, Ding Dong, Ding Dong, Ding Dong. Was, Maria, was hast du gesehen? Ach, es ist furchtbar, es ist furchtbar. Er ist weg. Wie, wer ist weg? Jesus, das Grab, es steht offen, es ist leer, verschwunden. Komm mit, oh, das musst du dir angucken. Oh Johannes, das musst du dir angucken. Petrus!
Petrus, hast du das gehört? Ich bin schon unterwegs. Er ist nicht drin, nur Tücher, nur Tücher. Was sagst du? Nur Tücher? Nur Tücher? Aber wer mag die Tücher so zusammengelegt haben? Ist das möglich? Petrus! Petrus! Erinnerst du dich nicht, was er gesagt hat, damals in Galiläa? Am dritten Tage, du weißt schon. Petrus! Petrus! Petrus, warte doch! Erinnere dich, was er gesagt hat. Oh. 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 Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Oh, bist du der Gärtner? Wenn du ihn fortgeschafft hast, dann sage mir doch bitte, wo ich ihn finden könnte. Maria? Rabbi? Jesus? Halte mich nicht fest, Maria. Ich bin noch nicht zu meinem Vater hinaufgestiegen. Du könntest mich noch nicht begreifen. Ich muss zuvor noch zu meinem Vater gehen. Zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Petrus? Johannes? Er lebt! Jesus lebt! Ich habe ihn gesehen! Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! Jesus lebt! Petrus, Johannes! Du glaubst also nicht, was sie sagen. Maria Magdalena, sie sagt, sie hat ihn gesehen. Maria Magdalena, sie steigert sich da in etwas hinein. Er ist tot, das haben wir doch alle gesehen. Und man weiß nicht so genau, wer da in weißen Gewändern vorübergegangen ist. Vielleicht war es ja wirklich ein Gärtner. Frauen. In der Stadt erzählt man sich schon, wir hätten den Leichnam gestohlen. Hast du die Tür fest abgeschlossen? Johannes, Johannes, sie suchen sicher schon nach uns. Hat er denn nicht gesagt, dass er gekreuzigt werden muss und am dritten Tag auferstehen wird? Beim letzten Abendmahl, da sagte er doch so etwas. Ja, aber hat er es dann so gemeint? Manchmal sagt er etwas und dann meint er doch etwas ganz anderes. Und manchmal meint er etwas und er sagt etwas ganz anderes. Oh, gerne würde ich dir glauben, Johannes. Sahen wir nicht auch Lazarus wieder ins Leben zurückkehren? Wo ist Petrus? Friede sei mit euch. Ein Gespenst! Jetzt holen sie uns! Warum seid ihr so erschrocken? Warum zweifelt ihr in eurem Herzen? Fürchtet euch nicht.
Ich bin es wirklich. Seht meine Hände und Füße an. Fasst mich an. Überzeugt euch selbst. Ein Gespenst hat weder Fleisch noch Knochen. Er ist es, er ist es, er ist es. Der Herr, er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr, er lebt. Habt ihr etwas zu essen hier? Nur ein Stück gebratenen Fisch. Den möchte ich. Mir ist gegeben alle Gewalt, im Himmel wie auf Erden. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Verkündet allen Völkern die Gnade Gottes. Empfangt den Geist, den mein Vater euch senden wird, und geht hinaus in alle Welt.